Ich habe mich für Advertising Design entschieden, weil ich hatte viel Interesse auf Fotografie, auf Marketing, auf Design. Und Advertising hat also alle diese Komponenten zusammen. Und ich glaube, das war für mich die beste Möglichkeit. Mein Name ist Juan Montoya, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere meinen Bachelor Gestaltung in Kompetenzfeld Advertising Design. Ich mache gerade meinen Doppelabschluss mit der Kolumbianischen Universität UPE. Ich habe schon dort angefangen und wenn ich war in meinem letzten Semester, ich bin hier an der HWK angekommen. Mein Doppelabschluss, das bedeutet, dass du studierst die halbe Zeit in eine Hochschule und die andere halbe Zeit in eine andere Hochschule und am Ende du kriegst beide Diplomen. Der erste Eindruck von Hildesheim, das war, dass alles war so ruhig und ich fühlte mich wie in eine Geschichte für Kinder, weil alle die Häuser und alle die Architektur, alles war so klein und sehr schön. Und an der HWK, ich war auch sehr überrascht, dass alles war sehr Neues und dass wir hatten viele zum Beispiel Räume für Computer oder viele Werkstätten für Holz oder für Schmuck. Und ich fand das total interessant und schön. In Advertising wir haben einen Kurs und das ist Fotografie. Und wir mussten ein Projekt also durchführen. Und ich habe mich entschieden für den Flughafen von Hannover. Und ich habe also alles fotografiert durch die erste Welle von Corona. Und das war sehr interessant, weil ich war eine Einzelperson allein am Flughafen. Und ich habe alles also in Fotos in eine Reportage gemacht, wo alles war super leer, also kein Menschen, kein Passagiere. Und ich glaube, das war sehr, sehr interessant für mich. Ich sehe mich in der Zukunft vielleicht als ein Fotograf für eine Werbeagentur. Oder ich habe auch viel Interesse auf UX-Design. Und würde gerne nach einer Insel gehen und vielleicht als eine digitale Nomade arbeiten. Ich glaube, das wäre ein Traum für mich.